Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Heute haben wir vor, wie ihr sehen könnt, grünen Spargel zu machen. Schön gebraten mit Knoblauch, schöne Sache. Und halt so ein bisschen Kartoffel. Und wir haben uns heute Morgen vom Fischmarkt halt einen Lachsstriemel mitgebracht. Ja, lass uns beginnen und wir haben Spaß. Bis gleich. In aller Phyllis Blue. Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir haben heute Morgen auf dem Fischmarkt uns Grünspargel organisiert. Den wollen wir heute machen. Dann haben wir noch so ein paar Kartoffelecken. Und dann haben wir uns einen Lachsstriemel organisiert, also gekauft heute Morgen auf dem Fischmarkt. Und den gibt es auch dazu. Ich werde jetzt gleich mal eben schnell den Grünspargel waschen. Und dann werde ich ihn klein schneiden. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir den Spargel gewaschen. Jetzt werden wir den hinteren Teil, der holzig ist hier, den werden wir jetzt einfach entfernen. So ungefähr. Und dann werden wir den immer schön in kleine Teile zerteilen. Der hintere Bereich, der braucht halt ein bisschen länger. Und der vordere Bereich, der geht dann halt nur kurz in die Pfanne. So, das dauert einen kleinen Moment. Bis gleich. So, wir haben jetzt den Spargel klein geschnitten. Jetzt mache ich ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. So, die lassen wir jetzt mal ein bisschen warm werden. Wenn ich natürlich ewig hin und her wackel, geht das natürlich nicht. So, dann tun wir da schon mal die kleinen Teile hinein. Die brauchen ja einen Augenblick länger. Dann kann ich mal eben schnell hier den Knoblauch fertig machen. Für den Spargel und der kommt aber ziemlich, also der kommt da erst rein, wenn die anderen Kleinteile da auch drin sind und ganz am Ende Pfeffer und Salz. Warum kann ich euch nicht mal genau erklären, ich habe es auch nur gelesen und da stand leider auch keine Begründung dazu, aber es wird seinen Grund haben. Blöde Erklärung, oder? Also ich habe heute unter anderem auch noch andere Rezepte gesehen zum Spargel, zum Grünspargel. Also so machen wir das eigentlich immer, wie ich das jetzt hier mache, beziehungsweise eigentlich macht es ja meine Kamerafrau. Ich finde das auch sehr interessant, das auf dem Grill zu machen. Aber das Rezept, was ich da gesehen habe, auf dem Grill, da gibt es keine Röstaromen und das finde ich irgendwie ein bisschen blöde. Ich muss jetzt hier so ein bisschen Zeit überbrücken, also mit dummem Gelaber natürlich, wie immer, damit mein Spargel hier mal angeröstet wird. Aber ich glaube, wir warten mal einen kleinen Moment und melden uns gleich wieder. So, jetzt sind die soweit, dass wir da die Spitzen auch mit zu tun können. Wunderbar. Und dann tue ich da eben schnell den Knoblauch. Den Knoblauch auch noch dazu, genau. Das Teil ist so scharf, dass ich da gar nicht mit rüberrutschen kann. So. So, das muss jetzt noch ein bisschen vor sich hin braten. Währenddessen werde ich jetzt mal eben schnell meine Kartoffelecken hier zum Laufen bringen. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, damit wir noch mal richtig schön Geschmack bekommen, tue ich da jetzt noch ein bisschen Butter rein. Und dann lassen wir das hier jetzt noch ein bisschen ziehen und dann ist das auch gleich fertig. Und jetzt müssen wir noch einen Augenblick warten, dass meine Kartoffeln hier mal ein bisschen fertig werden. Da habe ich wieder, wie neulich auch, so ein bisschen Chili reingeschmissen, damit das halt kräftig im Geschmack ist und so ein bisschen Feuer hat. Und hier muss gleich noch ein bisschen Pfeffer und Salz ran. Aber ich kann ja schon mal eben schnell, oder wir können mal eben schnell den Tisch decken. So, dann haben wir jetzt soweit unseren Spargel fast fertig. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz, dann auch noch ein bisschen Pfeffer. Und dann können wir gleich anrichten.
So, dann können wir jetzt anrichten. Tun wir mal schön hier was von dem Spargel auf den Teller. So, das sieht doch schon ganz toll aus. So, jetzt sind wir fertig. Angerichtet haben wir auch. Heute nicht ganz so spektakulär angerichtet wie sonst. Aber hier vorne rechts sieht man klasse den schön gewürzten Lachsstriemel. Dahinter unsere Kartoffel und hier vorne den Hauptteil, unseren schönen grünen Spargel, den wir eben schön gebraten haben. Also fürs Braten, wir haben erst den langen Teil reingetan, schön unterteilt, 3 Minuten. Dann oben, ich nenne das jetzt mal Blüte, ist bestimmt falsch, nachträglich dazu getan und dann insgesamt 10 Minuten. Solange man das 10 Minuten macht, bleiben nämlich die Vitamine erhalten. So, ich hoffe, dass euch das gefallen hat, was wir hier heute mal eben fabriziert haben. Dann abonniert uns, gebt uns einen Daumen, habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt sie unten rein. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Sagen Tschüss und Frank. Tschüss.